Na, was geht ab? Alles klar, MBH. Willkommen zu Maneater. Welche Sets sind für was am besten? Damit geht's halt weiter. Heute geht's um das Schattenset. Das Schattenset sieht nicht nur optisch mega aus, es macht auch mega Laune. Ihr seid schnell, wendig und vergiftet alles und jeden. Genauso wie beim bioelektrischen Set könnt ihr in den Fernkampf gehen, eure Gegner oder Nahrung abschießen und dabei vergiften. Beim bioelektrischen Set sind sie halt gestunt, wenn man es so nennt. Auch beim Ausweichen setzt ihr eine Art Schockwelle frei, die Feinde vergiftet. Problem an der Sache ist, das Gift ist nie sonderlich stark. Bei den kleineren geht das dann schon, auch bei den größeren so gut wie sinnlos, da ihr mehrfach Buff schießen müsst oder in Reichweite sein müsst, um die zu vergiften, damit der Giftzähler hochgeht. Weil der Giftzähler bei 5 liegt. Höher geht in dem Fall nicht. Die Schattenform, also die Ulti vom Set, verlangsamt alles und jeden. Beim Sprint erzeugt er wie eine Art Giftaura, die auch einen Schaden pro Sekunde macht, aber in der Ulti liegt der Giftzähler bei 10. Ist dann schon wieder ein bisschen besser. Problem ist aber, ihr müsst wieder permanent draufschießen, in der Nähe sein, damit der Zähler hochgeht. Das ist ein bisschen Nachteil an dem Set. Als Set-Boni bekommt ihr 10% Max-Geschwindigkeit, was schon ein bisschen was ausmachen kann. Kommen wir zu den Teilen. Schattenzähne. Plus 30% Bissschaden. Beim Essen plus 50% Gesundheitsregeneration. Das könnt ihr dann noch stacken mit den Organen, dass das mehr bringt. Aber wie gesagt, zu den Balls kommen wir zu einem späteren Zeitpunkt, wo wir darauf weiter eingehen. Schattenkopf. Beim Schattenkopf habt ihr die passive 10% Sportgeschwindigkeit, also Sprint, und 25% Zappelschaden. Bei Schattenflossen, du setzt eine Giftwolke frei, die 5 Giftzähler auf alle Kreaturen im Umkreis von 5 Meter setzt. Alles schön und gut. Problem ist aber, ihr müsst die erstmal treffen, damit der Giftzähler hochgeht. Schattenkörper, so gesehen das Herzstück des Sets. Hier bekommt ihr die Schattenformen. Wenn aktiv während der Schattenform, wird deine Umgebung um die Hälfte verlangsamt. Ihr bekommt Beschleunigungsbonus, Maxgeschwindigkeit, Sportgeschwindigkeit, Schwimmgeschwindigkeit um 20%. Wie gesagt, das ist halt wirklich ein Set zum Abhauen, schnell sein, allem drum und dran. Also ideal, um alle Sachen einzusammeln. Kommen wir zum Schwanz. Klingt ein bisschen komisch, aber egal. Passive. Ihr bekommt 20% Maxgeschwindigkeit, 40% Flossenschussgeschwindigkeit und Flossenschussreichweite und 20% Schwimmgeschwindigkeit. Wie gesagt, Schnelligkeit, die Reichweite ist okay. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das beim bioelektrischen Set genauso ist. Bioelektrisch müsste das nächste Video sein. Dann haben wir ja noch das atomare Set, was ich im aktuellen Zeitpunkt noch nie habe. Also noch nicht vollständig. Beim Schwanz, Flossenschlag, du feuerst ein Giftprojektil ab, das beim Treffer bei maximal 30 Meter Reichweite 50 Schaden verursacht. Also wie gesagt, der Schaden ist gar nicht schlecht, gerade bei kleineren, die könnt ihr meistens dann one-shotten, je nachdem welches Level ihr seid. Wie gesagt, mit dem DLC kommt ihr bis Level 40 und dann müssten, sag mal, bis Level 6 alle One-Shot sein. Müsste man ausprobieren, vielleicht machen wir das in irgendeinem Video mal so im Hintergrund, schauen wir mal. Wofür ist das Set gut? Wie gesagt, alles einsammeln, Kennzeichen, die Strandschilder, Landmarken. So rum, die Gitter aufbrechen und die ganzen Kisten sammeln. Ich kann euch das leider im Hintergrund jetzt nicht wirklich zeigen, weil ich alles schon gesammelt habe. Das einzige wäre jetzt noch die Aluhüte, aber dazu kommt auch nochmal ein Video. Ja, wie gesagt, also das ideale Set zum Abhauen, zum Schnellsein, gerade wenn ihr das Zeug einsammeln wollt. Weil ihr habt ja manche Sachen, die Off-Brücken drauf sind, wo ihr ausgewachsen sein müsst oder dann halt mega in dem Fall. Da bietet sich das Set wieder an. Da könnt ihr eine Evolutionsstufe auslassen, glaube ich zumindest. Weil wie gesagt, ich habe das Schattenset erst so richtig probiert oder benutzt, seitdem wir mega sind. Das soll es mit dem Video gewesen sein. Ich danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Wie gesagt, Schattenschwanz ist schon ein bisschen mehr zu erklären, als wir jetzt beim Knochenset oder beim Tigerhai. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das Set findet, was euer Lieblingsset ist. Ich freue mich definitiv auf das Atomare-Set. Ich habe es jetzt noch nicht großartig gelevelt. Ich glaube, den Kopf haben wir immer gelevelt, aus Versehen. Aber wie gesagt, es dauert noch ein bisschen, bis wir das komplett haben, bis wir darauf eingehen. Und ja, wie gesagt, ich danke fürs Zuschauen und bis dahin. Ciao, ciao.